Guten Tag zurück. Oder guten Abend. Guten Abend. Wir haben es 16:30 Uhr. Sunday evening. Ach komm, nur jetzt direkt einen anderen Wagen. When we get to Manuel, just let me do all the talking, alright? I'd hate for us to fuck things up with the Colombians because you said some crazy shit that pisses them off. Vor allem das Geile ist, wir sehen ja hinten noch die Weißbahnreifen, aber trotzdem irgendwie haben wir keine Reifen. Also es ist komisch. Fährt er sich auch, als hätte er keine Reifen? Ja, also er fährt sich sehr schwammig. So, was haben wir denn hier für schöne Autos? Wow! Geil, wa? So kann ich auch fahren. Kein Problem. Schön schrappen. Mann! Ich schau einfach raus. Ey, klebt der hier an der Wand oder was? Der Truck kommt. So, geht doch. Ey, schon wieder an der Wand. Schnauze voll. Ist das ein Dreck? So schön das Spiel auch ist, aber an vielen Stellen kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. So, was hätte ich denn hier gerne? Dich hätte ich gerne. Du kannst es auch gleich auf dem Parkplatz einen anderen Wagen nehmen. Stimmt. Stimmt! Ich hoffe, bis dahin hält der Wagen durch. Komm doch an, wie du fährst. Was soll das denn heißen? Soll das etwa heißen, ich fahre schlecht? Was hast du gesagt? Und du gedacht. Wenn jetzt jemand sagen würde, dass du schlecht fährst, ne, ich würde es nicht verneinen. Das dachte ich mir schon. Bin mal gespannt, wenn wir das hier zu Ende gebracht haben. Ob dann vielleicht Layton kommt. Ich habe da nämlich letztens sowas ausprobiert und das sah vielversprechend aus. Also ich möchte jetzt hier nichts irgendwie ankündigen oder so, aber man kann ja nie wissen, ne? Prost du etwa? Nein. Sowas würde ich mich niemals erlauben zu tun. Ich will ja nicht drohen, aber pass auf, wenn du rausgehst. Oh, hier ist gar kein Wagen, schade. Ja, doch, hier stand doch gerade einer. Da hinten. Der stand eigentlich hier vorne, aber okay. Da standen gerade eben noch andere Wagen, das ändert sich anscheinend immer. Genau, und der ist einfach offen. Sind das nicht alle Wagen? Theoretisch. Nicht so wie in GTA 5, wo manche Wagen geschlossen waren. Oder GTA 4. So, das kennen wir ja. Und tschüss. Get out of here. Warum ist es jetzt dunkel? Ja, weil wir gewartet haben. Naja. So ohne Musik. Ich mach ja schon. Besser. Ja. Ha! Hast du gesehen, wie ich die abgedrängt hab? Ja, aber die sind direkt hinter dir wieder. Ja, ich sehe. Haben sie sich verdoppelt. Nein! Komm, wie die dich abgedrängt haben. Hast du gesehen, wie die mich abgedrängt haben? Ja, das war gut. Jetzt kommt der Riesen noch, pass auf. Wow! Was war das? Ach, der hat seine eigenen Leute umgenietet. Der ist skrupellos. Ja, ich glaub's auch. Oh, sollen wir umsteigen auf den LKW? Na, schießen die am Ende auf den Tank, dann sind wir hops. Ah, das wäre jetzt echt eine Überlegung. Wo, hier runter? Nein. Die haben aber echt eine gute... Oh nein! Wuhu! Hätte ich doch mal den LKW genommen. Da kam das Rauchen etwas noch rausgeflogen. Hätte ich doch den LKW genommen. Och, Leute. Und wieder nochmal den ganzen Dreck. Ja, ich fahr da mal eben. Ja, der hält hier sogar, wie praktisch. Das ist eine Politesse. Ach, komm, jetzt rennst du weg. Ja, komm, steig ein. Oh, scheiße. Wow, das war aber... Wieso steigt jetzt auf der Beifahrerseite ein? Oh Gott!
Wenn du auf der Seite stehst. Und wieso steigt der hinten ein? Nein. I don't wanna die. Taken out. His brother Angelo is probably calling a shot. Lucky for us, he doesn't have a shit. Was ist denn jetzt ein Lapdance? Ja, übersetzt sie das doch 1 zu 1. Ein Lappentanz? Ja, ja, nee. Ist das kein Lappentanz? Übersetzt Lapp mit Lenden. Lendentanz? Ja. Ein Ententanz. Ah, quack, 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 quack. Die Bewegung hast du gut drauf. Ja, ich hab mal Sommerferienbetreuung 3 Jahre lang hintereinander in Holland gemacht. Und da war immer, gab's immer das Bingo-Spiel. Und wenn du Bingo gerufen hast, dann hattest du eigentlich kein Bingo. Also eine falsche Bingo. Ah. Dann musstest du den Ententanz tanzen. Nie ist klar. Manchmal waren wir so nett und haben unseren Kindern gesagt so, das ist doch ein Bingo. Und dann haben die sich gemerkt, dann mussten die tanzen. Die kleinen Freuden im Leben. Ja, ja, wir haben die kleinen Kinder wieder hier ein bisschen, ne? Und dann war da immer so eine Gruppe von Asiaten. Und die nein! Jetzt fährt dein Kumpel ohne dich. Und diese Asiaten, die fanden es immer richtig toll. Die haben dann immer, die haben teilweise mit Absicht zugesagt, dass sie falsches Bingo hatten. Einfach damit die diesen Tanzmann genommen haben, die immer alle getanzt. Und dann haben sie sich immer erst so geschämt und dann haben sich alle gefreut und haben alle mitgemacht. Oh. Aber ganz schön gemein. Ich wollte jetzt hier eigentlich gerade nur rausfinden, weil irgendwie konnte man da Teil hinten abkuppeln. Vielleicht mit der. Nee. Vielleicht ist es in einem anderen Spiel gewesen? Nee, nee, man sagte mir hier, das würde gehen. Select? Was ist. Nein. Vielleicht musst du dafür stehen, um abzukuppeln. Ja. Das Problem ist auch hier mit der Kamera. Und ich habe mir jetzt den mal genommen, damit es hier mal ein bisschen, ne? Ja, du musst die Kamera halt nach oben ziehen immer. Ja. Das ist auch so blöd, dass sich das dann jedes Mal wieder zentriert. Ja. LKW überholt einen Bullen. Oh, Tor! Euro Truck Simulator 2. Ja, genau. Oh, oh! Du Scheiße. Ich will mit dem LKW mit der Handbremse um die Ecke fahren. Warum nicht? Wie viel Tonnen hast du da hinten drauf? Ach, ist mir doch egal. Bist du jetzt auch noch rückwärts rein oder was? Nein, vorwärts. Damit ich direkt abhauen kann. Versuchst du jetzt irgendwie das Ding so loszuwerden an einem Baum oder so? Na, so. Okay, let's sit tight. Ich probier's noch einmal, dann bist du wieder dran. Okay. Was? Ah, es ist weg. Wie geil. Das können die uns mal. Also wenn die mich jetzt hier abdrängen, ne? Dann ist es geskriptet. Wie sie selbst kaputt machen. Ah, ist das herrlich. Das ist doch Schummeln. Es kommt nur auf die richtige Karre an. Es kommt nur auf die Größe an. Genau. Und auf die Technik. Komm, schmiege dich nochmal an hier hinten. Ja, sehr schön. Der zerlegt sich direkt. Kannst du mal die Bremse drücken, dass du voll nicht reinsemmelst. Der andere auch. Dann grillen sie sich gegenseitig ab. Ja, der hat mehr Kraft. Ja, ich glaube das auch. Zack, und der zerlegt sich auch schon wieder. Du hast den Reifen kaputt, ne? Ja, ich glaube auch. Aber das kommt doch hier gleich noch zum Kampf mit Sicherheit, oder? Na klar. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Müssen abhängen. Ja, wenn das weiter so geht, brauche ich eigentlich gar nichts machen hier. Ja, du musst den Typen jetzt abhängen und das schaffst du gerade. Echt? Doch. Ich guck hier, wo ich hinfahre. Ja, du musst zur Kirche jetzt wieder zurück. Du hast abgehängt. Wow! Ja, stell dich mal nicht so quer. Ja. So. Könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Ist okay. Ah, nee. Komm. Ja, also es kam nur auf die richtige Karre an. Hey, wow, was ist denn hier los? Keine Traktion mehr hinten, oder was? Ey, ich glaube, der hat echt keine Traktion. Wow, siehst du das? Ja. Jetzt ist der richtig durch, der Wagen. Das glaube ich auch.
Mensch, dumm, du hast aber einen Verschleiß an Autos. Das musst du gerade sagen. Oh nein, die nächste Kurve. Da sind wir. Bums, gut gefahren. You saved our ass. Saved our ass. Auftrag erledigt. Money, money, money. Money, money, money. Aber keine Respekti, Respekti, Respekti. Ja, guck mal, wir haben 4.429. Guck mal, das ist Nacht. Hm. Das heißt, alles zu. Hey, was ist denn hier los? Ich hab keine Lust mehr. Ja, ich glaub's auch. So sieht's echt gerade aus. Danke. Es ist, hallo, ich will. Einer von uns muss jetzt nachgeben. Na, geht doch. Nee, du bist der Boss. So. 41. Was denn hier? Meinst du? Nee, 40. Na, okay. Tja, Freunde, 60% brauchen wir noch. Zurück. So, dann würde ich sagen, oder? Was? Schluss? Oder, ach nee, wir haben ja. Nee, ja, nee, genau. wir haben noch gerade erst noch. Ja, 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 genau. So, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen Respekt frei zu. Frei zu. Um etwas frei zu. Aber das Problem, ich brauche ein Auto. Das ist so blöd, dass man hier nicht irgendwie das so geskriptet hat, dass man hier immer so ein Auto hat. Ja, bieg hier ab. Ein paar nette Damen. Weißt du, das hasse ich hier in dem Spiel. Wir sind hier in einer Großstadt und hier fährt ein Auto. Es ist Nacht. Da läuft aber ein Hotdog. Genau. Wir prügeln den Hotdog-Mann mal. Nein. Machen wir nicht. Der hat ein kaputtes Abblendlicht. Das wollen wir nicht. Schieß da mal gegen als zwei. Ich muss sie verhaften. Sie haben leider ein kaputtes Abblendlicht. So. Domizile, Speiserpunkt, Geschäfte, Aktivitäten. Da. Das ist doch immer noch hier. Warum ist das denn immer noch da, wenn... Bist du sicher, dass das eben verschwunden ist? Der ist wieder da. Guck mal. Ne, hier war das. Nee, links von dir. Hoch, oben links. Da war das, wo du mir eben gezeigt hast, dass es weg ist. Echt? Ja. Okay, dann ist immer noch da, dann ist nämlich oben links. Also das hier? Nee, einen höher. Entführung, das war doch das, was wir gemacht haben. Ich eskortiere jetzt mal ein bisschen. Ja, ich glaube, haben wir doch beim letzten Mal was nicht geschafft, weil der so ganz, ganz weit durchs Land, ne? Und dann irgendwann so, oh, ich habe mein Portemonnaie im Stripclub vergessen. Da mussten wir zurück und dann waren da so meinst viele. Meinst du, der war das? Entweder der oder der ganz oben, ich weiß es nicht. Ich meine, das war nämlich der ganz oben. Muss ja auch noch irgendwann gemacht werden. So schaut das nämlich aus. Hoppala. Weg. Ich kann Zebrastreifen. Rebado. Bavonian Plaza. Oh oh. Ist hier sehr interkulturell, ne? Ja, habe ich auch festgestellt. Wie heißt eigentlich die Stadt, in der das Spiel spielt? Lissabon. Wir kriegen doch jetzt hier eine Karre, oder? Tritt mal die Tür ein. Ah, ich habe auch schon Level 5, ne? Ja. Hol den Kunden ab. Oder ja. War das das hier schon? Ich weiß es nicht. Boah, ich stehe direkt um die Ecke. Nee, das war der nicht. Der Zuhälter da. Muss ihn anderen nehmen. Oh! Was? Und es werden direkt Fotos gemacht. Das ist doch die Polizei da. Shit! Viel Spaß. Also nicht wahr. Boah, so das Verlust kam ja bestimmt nicht auf. Wow, der geht aber gut ab, der Wagen. Dass die das noch erklären, wir sind auf Level 5. Let's put the chit-chat and get to business. Sit back and enjoy the ride. Ah, sit back. Oh Gott, der hat so die unsexieste Stimme überhaupt. Ja, aber wirklich. Der will auf die andere Seite. Der will ans andere Ufer. Komme ich hier nicht auch irgendwann automatisch? Ich meine, die Straße geht doch, oder? Ja, da jetzt wieder sich, links. Ne? Ist egal, ich bin ja gerade so gut im Flow. Ah, genau. Ne? Viermal rechts ist auch einmal links. Ja, genau. Wow.
Aber die Lüste steigt halt nicht weiter, das ist halt das Doofe. Scheiße, ich hätte abbiegen müssen. Jetzt. Hau einen raus. Oh oh. Im Callcenter. Hä? Dann waren die da Fiki Fiki oder was? Ja. Dios mio. Oh, was? Kannst du so schießen, ne? Ja, erstmal wieder hier. Scheiße, wo bin ich hier? Komm, komm jetzt, gib Gas! Schmeiß die Frau raus! Ey, ich geb Gas, mehr Gas gibt doch gar nicht! Ja, die Lust steigt doch gerade wieder. Nein! Ja, die sind eh weg. Das war übrigens sehr knapp, ne? Boah! Ja, nimm die Ampel noch mit. Jungs, wir können danach eine Mission machen. Willst du noch weitermachen? Dann. Krass. Es geht noch weiter. Wir haben keinen Respekt bekommen. Weil doch, nicht genügend. Wir. Ja, nicht genügend. Doch? Nein! Dieses Freizu, das musst du. Du hast ein Level abbekommen. Das Freizu-Dings bekommst du immer nur, wenn du abbrichst. Echt? Ja. Direkt gesandwiched von allen Seiten. Was ist denn jetzt los? Boah, es ist unfair hier manchmal. Sie hat zwei Regeln. Kein Wassersport und kein Skat, keine Ahnung. Da, also, mehr Gas als... Oh. Vor allen Dingen, die Scheiben sind schon dunkel. Ja, keine Ahnung. Irgendwas muss die Mission ja hart machen. Ups, was ist das? Oh oh. Harder, Baby. Guten Tag. Guten Tag. Tschüss. Hat der gesagt, stop at the Whorehouse? Ein Huren. Ja, okay. Boah, so viele Escorten hier! Kipp Gas! Und wieder, Mann! Klipp, 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 klipp. Ah, ich glaube, da kann man vergessen. Hätte sie einfach da stehen bleiben können, ne? Muss sie doch durchschaukeln. Müsste geht schneller. Ja. Bei dem Schaukeln hier? Stell dir mal vor, du. Aber links, rechts musst du dann nicht eher. Wow, vorne hinten. Wow, wow, wow. Wow, der hat Fotos bekommen. Stell dir mal vor, du willst eine Nummer schieben, wenn dein Auto so fährt. Mitten auf der Straße. Klar. Schmeiß die Kunde raus. Mitten auf der Straße. Tschüssi. Aber das muss doch irgendwann mal erledigt sein hier. Nein. Es ist nie erledigt. Es geht weiter. Mhm. Bist du einmal im Escort-Service, bist du immer im Escort-Service. Das glaube ich auch. So. So, für unsere 7.900 Dollar können wir jetzt erstmal Munition kaufen, bis wir, was weiß ich was. Festung. Ach, guck mal hier. Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal Muni holen, ne? Oder willst du ihn mit der Pistole alle abschießen? Oh. So ein Sheet. Ja. Ist ja herzergreifend da. Na, hallo. Nimmst du den auch bitte mal als Ziel?
Dann ist, glaube ich, der Part lang genug wieder, ne? Ja, dann machen wir das noch, die Festung. Und dann können wir dann im nächsten Teil hoffentlich wieder eine schöne Hauptmission machen. Ja. Und dann würde ich sagen, so prozentual, wo sind wir dann? 43%? Nach der Hauptmission? Ja, 43%, 44%? Naja, 42. Ich glaube, es geht eher so um 1%-Takt. Meinst du? Ja. Wow! Also, man könnte denken, ja, ich würde fahren. Was soll das denn heißen? Man könnte meinen, dass es ja alles Absicht ist vom Computer. Der Hotdog-Mann! Ja, aber der soll mir hier nicht vors Auto laufen. Guten Tag! Irgendwie würde ich jetzt auch gerne einen Hotdog essen. Ja, irgendwie... RT. Ach ja. Pistole, MP. Thank you. Will this be all today? Max. Diesen Max. Hoppla. Flinte. Ja, warte, Flinte vielleicht noch. Sniper, wir haben keinen einzigen Sniper-Schuss. Ja, das ist ja die Flinte, die brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir 34. 0. Eieiei. Ei, ei. Das Präzisionsgewehr. Tauschen? Nee. Kaufen? Ja. Hol nochmal 10 Schuss. Nee, nee. How would you like to pay for that? Okay. Ich würde sagen, den Rest machst du in Pistolen nochmal. Meinst du? Ja, wir brauchen ja eigentlich kein Geld für sonst irgendwas. Da. Kannst du nochmal. Thanks for shopping with us. Passt. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. Würde ich auch mal so sagen. Nur der Wagen hat ein bisschen gelitten. Ja. So, dann machen wir im nächsten Part, machen wir. Nö, die können wir noch machen. Bis jetzt? Ja, klar. Dann no risk, no fun. Zwei Hauptstory-Missionen, ein Part und dann noch Escort. Ja, so geht das hier. So geht das hier. Wir müssen ja irgendwann mal hier zu Potte kommen. So gerne ich das Spiel habe und so gerne ich es auch habe, dass es jetzt hier schön vorangeht. Aber irgendwann, was soll ich meinen? Muss eigentlich auch mal gut sollte sein. Das hier ja ein Endlos-Projekt werden. Nein, sollte es nicht. Zusammen mit GTA Online. Oh weia, das sieht aber hier böse aus. Das sieht aber hier mächtig böse aus. Gut, dass wir genügend Schuss haben. Festung. Lager in... Ah ja, ja, hier, komm. Lynn found a storage garage where the Roller stashed some of their high-performance cars. What do you say we find out how good their insurance is? Wir sollen die Autos vernichten. Ah, nee. Ciao. 12 Stück. Geh sorgsam damit um. Gut, dass ich damals mal welche geholt habe. Ah, da sind sie jetzt schon. Da links steht auch noch einer. Ja. Gut, das war's. Da hinten rechts. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4 Stück. Frech. Würde ich sagen, oder? Wir müssen mal schusssichere Weste. Gibt's also sowas? Müsste es doch auch geben, oder? Ja, bestimmt. Irgendwie. Oh nein! Ich glaube, wir gehen noch mal in den Waffenladen, oder? Wir haben kein Geld jetzt mehr. Scheiße. Scheiße! Ja, kriegen wir hin, warte. Ich muss einfach das Problem haben, weil ich höre immer, ich gleich Verzögerung höre ich immer, es ist zu spät, wenn ich von hinten abgeschossen werde oder so. Aber ja gut, du siehst ja, ne, wenn er blutet. Ey, der war zu weit. Nee, okay. Gerade noch so. Nee, jetzt. Dann geh mal außen rum, oder? Guck mal, da links, da liegt noch eine Granate. Das ist ja nett, dass die uns welche geben. Waffe, Waffe, Waffe. Das ist jetzt ein Joke. Ja, komm, du hast ohne Ende. Nein, nimm noch eine Granate. Du wirst abgeschossen, du wirst abgeschossen.
Das hat kaum Schaden gemacht. Was machst du da? Wieso zu beenden? Du verwirrst mich. Nee, ich wollte nur was essen. Jetzt kommt in die Ecke, komm schon. Nee, er traut sich nicht. Doch. Boah, er hat sogar ein Gewehr. Wie viel Munition, wie jetzt rumliegt. Um Geld. Wir sind reich. Wow. Sieht aus wie die Super Soaker Wasserwerfer von damals. Da hinten. So. Weit und breit ist auch niemand in der Nähe. Oh, auf dem Dach. Wir haben jetzt auch gefühlt jeden umgebracht. Langsam. Oh, nee. Was machst du denn? Ich hab voll... Ach nee, müssen wir den kaputt machen? Du schießt jemanden. Ey, ich weiß auch nicht, wohin der wirft. Wirf drauf! Und reingeworfen. Dann steht irgendwo noch einer. Ja, da hinten. Da duckt er sich. Oh nee, ne? Die muss er auch kaputt machen, glaube ich, oder? Ja, natürlich. Den nicht. Der dann. Da den. Ich werde nur Kannst Kreis. Du denn Granaten werfen? Warte, ich fahre nur im Kreis. Na, du hast nur zwei, ne? Und du wirst gerade angeschossen. Wow! Respekt, mehr als zwei brauche ich nicht. Respektamente. Das ist sowas, was ich geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Rein. Ist das mal ein Burger? Mamfi, Hamfi. Und jetzt jagt die zwei Autos da hoch und dann, ne? Haben wir es ja eigentlich geschafft. Nicht so nah. Schwein gehabt. Und jetzt müsste es ja eigentlich... Nein, hat nicht gewirkt. Jetzt da. Boah, geschafft. Schön. Ey, mit dem letzten Fitzelchen Gesundheit, ne? Das ist auch bloß eine Festung, ne? Ja, ja. Ja, weiß ich. Aber wir haben genügend Respekt, um noch mehr Missionen zu machen. Oh nein, jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Ja, das schaffen wir. Was war das denn? Das war mein böser Blick. Haha, ja. Das dauert auch viel zu lange. Oh. Gut, Freunde. Wir haben's. Guck mal, ob hier irgendwo ein Speicherpunkt ist. Ja. Dann Spicern war noch eben da vorne. Hui. Gucken wir mal, wie viel Prozent wir haben. Dieser Ballerinasprung. Und. 41. 41. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder mit 41%. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu. Ciao.